Tokio. Liebe Fans, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Deswegen bin ich heute euer Team Deutschland-Fanreporter Philipp in Aubenhausen. Und ich werde den Wettkampf von Jessica von Bredow-Werndl angucken. Da bin ich ziemlich gespannt und fast noch mehr gespannt bin ich auf eine Lektion, die ich vielleicht kriegen werde. Ich möchte nämlich ein bisschen reiten hier. Also es wird eine Menge passieren. Ich würde sagen, bleibt dran. A horse is a horse, of course, the famous Mr. Ed. Finale Experteneinschätzung. Eddie, welche Medaille holt Jessica heute? Gold. Sag mal, was ist das für eine Anlage? Was lerne ich jetzt hier gleich mit Lotte Hü? Das ist die Führmaschine. Da laufen die Pferde Schritt, damit sie genügend Bewegung bekommen. Okay, Lotte, dann würde ich sagen, geht's los, oder? Ganz schön anstrengend. Und da ist er, der Dressurplatz. Jetzt geht's für mich aufs Pferd. Wir wollen Jessica näher kennenlernen und deswegen habe ich mir einen von ihren, ja, Wegbegleitern von Anfang an geschnappt. Und zwar ihren großen Bruder Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Wo sind wir hier? Kannst du mir ein bisschen kurz sagen, in zwei Sätzen, wo sind wir hier genau? Ja, wir sind in Aubenhausen, hier sind mehr Pferde als Menschen, südlich von München und leben hier unseren Traum. Wir haben 50 Pferde hier, die wir ausbilden, zum Teil eigene, zum Teil auch fremde. Wir sind quasi im sportlichen Wohnzimmer von Jessica, kann man das so sagen? Ja, das ist jetzt hier ihre Stallgasse und wir verstehen uns super gut, trotzdem hat jeder seinen Bereich. Sein Pflegerteam auch für seine Pferde und das ist unser Wohnzimmer. Ja. Wir sehen hier schon die Ringe, es sind ihre ersten Spiele. Wann kamen diese Ringe an die Wand? Ja, vor ein paar Jahren schon, da habe ich mich gefragt, ob das nicht ein bisschen früh ist. Es ist mutig, sich olympische Ringe in die Stallgasse zu malen. Da war sie, glaube ich, noch nicht mal im deutschen Team. Aber sie hat es immer für sich als Ziel, als Kindheitstraum und visualisiert und auch sehen wollen jeden Tag im Stall und das ist wahr geworden. Für die Powerwaden vom Fanreporter sind die Stiefel zu klein, also müssen größere her. Und jetzt geht's los. Lotte, mach's gut, ne? Ich komm gleich wieder. Ich reite mal auf deinem großen Bruder eben. Glaubst du, ich kann das hinkriegen? Ich glaube schon. Also ich habe ein ganz braves Pferd jetzt für dich. Und wir machen ja jetzt noch nicht so viel. Du kriegst jetzt erstmal ein Gefühl, wie das überhaupt so ist auf dem Pferd. Jetzt steig da mal drauf. Ganz normal. Los geht's. Ich bin oben. Kannst du auch mit Stimme so ein bisschen genau, setz dich in die Richtung. So, er hat die Ohren gespitzt. Scheint sich auch wohl zu fühlen, schaut immer mal wieder mit den Ohren nach hinten und fragt sich, was das für ein Typ ist. Aber er ist ganz entspannt. Benni, du sagst, der kann alle Grand Prix-Lektionen. Das heißt, ich kann mich eigentlich draufsetzen und der macht die Nummer, oder? Ich kann zum Grand Prix. Nein. Jetzt müsst ihr erstmal die Basics verstehen, aber er könnte es theoretisch. Aber natürlich kannst du das auch lernen, wenn wir da vielleicht morgen beginnen, würde ich sagen, in ein paar Jahren, warum nicht? Du, 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 du. Du, du, du. Es stimmt wirklich, das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde, nur die Waden tun mir ein bisschen weh von den Stiefeln, aber da darf ich jetzt raus. Ach, auf, zieht, zieht! Ich habe mich vielleicht noch nicht ganz qualifiziert, aber die Jessica hat's. Und das gucken wir jetzt an im Finale. Sag mal, wie sieht es in ihr jetzt aus? Ich hoffe gut. Also in mir sieht es jetzt gerade nicht so gut aus. Ich bin so angespannt.
feiert Aubenhausen dich, Jessica. Das ist die Goldene. Herzlichen Glückwunsch aus deinem Aubenhausen. Jessie, du bist die Allergrößte und der Lehrer ist die Allerbeste und wir sind alle so stolz auf euch. Mitschi, deine Worte an deine Tochter. Es ist einfach Wahnsinn. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Ich bin so glücklich, dass du es geschafft hast. Liebe Jessie, du bist der absolute Wahnsinn. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Du hast den größten Respekt verdient, den man dir nur entgegenbringen kann. Mein absolut herzlichsten Glückwunsch. Jessie, ich gratuliere von ganzem Herzen. Das war unglaublich. Ich habe die ganze Prüfung schon geweint, weil das so auf dem Punkt war. Gell? Ich bin wahnsinnig stolz und gratuliere einfach von Herzen und freue mich so sehr. Oh, danke. Krass. Krass. Aber sie waren alle dabei. Ja, cool, dass ihr sie besucht habt und dass ihr das aufgenommen habt. Mega. Das war eine klasse Überraschung für Jessica. Und ich, was mache ich? Ich reite jetzt weiter. Auf zum nächsten Wohnzimmermoment, dem Sonnenuntergang entgegen.